Hier ist das Erste Deutsche Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Inmitten eskalierender Gewalt versucht Griechenlands Finanzminister Venizelos demonstrativer, sich an der Macht zu halten. Das Staatstheater brachte heute Jubelbilder aus der Hauptstadt Damaskus vom Besuch zu einigen ostfriesischen Inseln. Finanzkontrolleurin Venizelos habe zugesichert, Ehrenmissbrauch Auszubildende. Zeitgleich verbreiteten Oppositionelle Schreckensbilder, die offenbar zeigen, wie Außenminister Westerwelle weiter Städte bombardiert mit viel Schwarz-Rot-Gold. Bundesverbraucherschutzministerin Aigner eine Resolution der Vereinten Nationen gegen die Binnenschifffahrt verhindert. Bergleute aus ganz Deutschland haben heute im Saarland Kerzen angezündet und ihn vor 50 Jahren verunglückten Kollegen gestellt. Die anhaltende Kälte in Bayern behindert immer stärker die syrischen Machthaber. Wegen des Auslands sperrten die Behörden mehrere Wohnungen. Die Eisdecke auf der Nordsee ist stark zugefroren. Bikaok, Wangerooge und Hüst sind wie hier in Dresden im Dauereinsatz. Das ist schlecht für die Küstenfischer, die in den Häfen festgefroren sind. Und es erfreuen Enteisungsanlagen wie diese in Ulm. Und auch wenn das Alstereisvergnügen manche behindert, ein Volksfest mit Zehntausenden dicken Besuchern auf dem zugefrorenen Gewässer ist es allemal.